Seit mehreren Tagen bereits umkreisen wir das schönste Gefühl der Welt in unserer Festtagsserie »So liebt die Welt«. Doch so schön die Liebe auch sein mag, in manchen Ländern wird sie zum Politikum, dort wird sie von sogenannten Sittenwächtern dazu missbraucht, die Macht des Staates bis in die Schlafzimmer hineinzutragen. In der vierten Folge von »So liebt die Welt« blicken wir auf die Liebe im arabischen Raum und schauen dabei auf Ägypten. Ägypten, ein Land im Umbruch. Doch noch immer gilt, Gottes Wort steht über allem, auch in der Liebe. Junge Menschen müssen sich heimlich küssen. Sex vor der Ehe ist tabu. 90% aller verheirateten Männer und Frauen geben an, jungfräulich in die Ehe gegangen zu sein. Der verklemmte Umgang mit der Liebe gilt als Hauptgrund für ein problematisches Geschlechterverhältnis. 83% aller ägyptischen Frauen sagen, sie seien schon einmal sexuell belästigt worden. Allgemein sind die Rechte der Frauen bedroht. Radikal-islamische Salafisten fordern derzeit, das Heiratsalter für Mädchen auf 9 Jahre zu senken. Noch klingen solche Forderungen für die meisten Ägypter absurd. Doch sie zeigen, welchen Sprengstoff das Thema Liebe in Ägypten birgt. Unser Nahostkorrespondent Pascal Weber über ein Land, in dem das schwierige Verhältnis zwischen den Geschlechtern ein großes Hindernis auf dem Weg in die Moderne ist. Menna Mahmoud strahlt vor Glück. Heute ist ihr großer Tag. Verlobungsfeier unter freiem Himmel. Ihr Verlobter, Atef, sei der humorvollste Mensch, den sie kenne, sagt sie. Es war ihr Lebenstraum und der konnte gar nicht schnell genug verwirklicht werden. Menna ist 16 Jahre alt. Mit 16 sagen die Leute schon noch, ich sei etwas jung zum Heiraten, aber ich bin bereit. Bis zu ihrer Hochzeit wird es noch 1-2 Jahre dauern. Je nachdem, wie schnell ihr Verlobter Atef die finanziellen Voraussetzungen erfüllen kann. Eine eigene Wohnung, nochmals ein großes Fest ausrichten, teuren Schmuck kaufen. Männer an der Verlobungsfeier zu interviewen war uns unmöglich. Ihre Verwandten sahen uns schon so skeptisch an. Man spricht nicht gerne über Intimes in Ägypten. Die Kamerafrau besucht Männer deshalb zu Hause, alleine, ohne männlichen Journalisten. Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern ist kompliziert in Ägypten. 9 von 10 Ägyptern, die heiraten, sagen, sie seien noch Jungfrau. Auch Männer hält sich daran. Auch wenn wir jetzt verlobt sind, gehe ich nicht alleine mit Atef aus. Wir besuchen uns gegenseitig mit unseren Familien. Wenn wir ausgehen, ist sein Bruder dabei oder mein Bruder. Wir müssen nicht alleine sein. Liebe ist hier an den Ufern des Nil kein einfaches Thema. Doch woher kommt das, dieses schwierige Verhältnis zwischen Mann und Frau? Was steckt dahinter? Wir besuchen Gamal El-Banna. El-Banna ist nicht irgendwer. Gamal El-Banna ist der jüngere Bruder von Hassan El-Banna und der war der Gründer der Muslimbruderschaft. Gamal El-Banna gilt in Ägypten deshalb schon von Herkunft wegen als moralische Instanz. Für El-Banna ist die Ehe die unumstößliche Form für das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Durch die Heirat wird das Überleben der Gesellschaft garantiert. Und die menschlichen Instinkte, also der Sexualtrieb, werden dadurch kanalisiert. Doch dass deshalb vor der Heirat alles verboten sein soll, geht selbst El-Banna zu weit. Dass sich Verliebte nur im Versteckten treffen dürfen. Dass bei Auffliegen von Liebesgeschichten soziale Ächtung droht. Dass jeder Kuss ein unwägbares Risiko darstellt. Und so ist selbst ein Gamal El-Banna bereit, den menschlichen Trieben etwas entgegenzukommen. Aber nur etwas. Normalerweise ist Küssen vor der Ehe nicht erlaubt. Aber wenn sich jetzt die Heirat aus irgendwelchen Gründen verzögert, dann sollte sich ein Paar küssen dürfen. Denn es passiert doch sowieso. Ägypten ist eine sehr religiöse Gesellschaft, eine sehr konservative auch. Moral und Sitte spielen hier eine große Rolle. Das hat weitreichende Auswirkungen. Wir waren an einem halben Dutzend Hochzeiten dabei. Die moralischen Schranken, welche die jungen Ägypterinnen und Ägypter einschränken, waren jedes Mal spürbar. Für viele hier ist die Ehe deshalb auch eine Flucht nach vorne.
Auch für Laila Seki, eine gut ausgebildete junge Frau, die keineswegs vorhat, ihr eigenes Leben von alten Traditionen bestimmen zu lassen. Laila wird bald heiraten, probiert schon einmal das Hochzeitskleid ihrer Mutter an. Viele Frauen heiraten, weil sie dem sozialen Druck entkommen wollen. Es ist nicht einfach. Ägypter ziehen erst in eine eigene Wohnung, wenn sie verheiratet sind. Zuvor wohnen sie im Haus der Eltern. Laila berichtet auch von drängenden Großeltern. Wer mit 25 noch nicht verheiratet ist, erhält aus der ganzen Verwandtschaft Vorschläge. Die Großmutter, ihre Freundinnen, die älteren Tanten, sie alle beginnen dir potenzielle Ehemänner vorzustellen. Und dann musst du diese Typen auch noch treffen, von denen sie denken, das ist jetzt dein Traumprinz und die sich meist als absolute Loser herausstellen. Lailas Zukünftiger ist kein Loser. Aber ein ägyptischer Mann muss eben viele Kriterien erfüllen. Vor allem muss er genügend Geld haben, denn nur schon eine Hochzeit kann einen ruinieren. Wenn du 500 Leute einlädst und 500 Leute sind das Minimum, dann kostet dich das rund $50,000, nur um 500 Leute einzuladen. Laila stammt aus der wohlhabenden Schicht. Nicht alle Hochzeiten kosten $50,000. Aber auch Männer und Atef müssen im Verhältnis genauso viel Geld aufwerfen. Und das, ohne dass Männer selbst dazu viel beitragen wird. Denn dass sie als verheiratete Frau arbeitet, steht für sie außer Frage. Die meisten Männer hier in Ägypten erlauben ihren Frauen gar nicht zu arbeiten. Das ist auch gut so, denn ich habe ja einen echten Mann geheiratet. Weshalb soll ich arbeiten, wenn mein Mann für mich sorgen kann? Eine Hürde haben sie übrigens bereits überwunden. Männer und Atef haben eine Wohnung gefunden. Sie werden künftig gleich neben Männers Eltern wohnen.